Moin zusammen und herzlich willkommen zum allerneuesten Video. Man kann sich neuerdings in Apple CarPlay den Carscanner anzeigen lassen. Das machen wir auch direkt mal. Also ich habe das Ganze vorher auf dem Handy eingerichtet und den Dongle natürlich verbunden und eingerichtet. Wie das geht, habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Das verlinke ich euch dann. Also auf Verbinden klicken. Er verbindet mit ELM verbunden und jetzt mit der ECU. Und dann kann man hier oben auf die vorher konfigurierten Dashboards zurückgreifen. Ich habe mir zwei Dashboards über die Handy-App eingerichtet. Ich nehme jetzt mal Dashboard 3. Und jetzt sehe ich alle Werte und Daten, die ich im Dashboard 3 mir habe anzeigen lassen. Also Batterie-SOC 72,89%. Das Auto meldet mir 72%. Ich sehe den Stromverbrauch, 400 Watt. Batterietemperatur 18,9 Grad. Min- und Max-Zell-SOC, Battery Voltage und Battery Current, also Ampere und Volt. Und ja, so hättet ihr jetzt die Möglichkeit, über Apple CarPlay euch das Ganze hier vorne im Display anzeigen zu lassen. Ob das mit Android Auto funktioniert, weiß ich nicht, aber vielleicht probiert es ja einer von euch mal aus und schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ein kleines Dankeschön an den YouTube-Kanal Blauzahn. Der hat nämlich kürzlich ein Video dazu gemacht, dass diese Funktionalität jetzt zur Verfügung steht. Das war's auch schon. Bis dann. Tschüss.